Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Und wir befinden uns hier, glaube ich, in the Emperor's Tomb. Oder zumindest kurz davor. Denn wir sind hier in der Black Dragon Fortress. Schwarze Drachenburg. Festung. Das sieht mir nach der Falle aus. Ja, das sieht nicht gut aus. Ah. Puh. Ah! Ah! Holy Guacamole! Aha, hier scheint sich eine... genau das zu befinden. Ein Artefakt, oh mein Gott! Na, ob ich das überstehe, ich weiß ja nicht. Puh. Gut. Die Heilquelle kommt ja genau an der richtigen Stelle. Und zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, ich lasse mal meine Peitsche gleich draußen. Ja. Uff. Aha, ich kann meinen Schutz auch ein bisschen verlangsamen. Sehr gut. Muss einem ja auch gesagt werden. Was zum Teufel ist denn das? Aha. Die Seelen der hier Eingemauerten, was? Hatte er am Anfang im Dialog kurz vor Prag gesagt, dass sich... dass hier die Mitarbeiter... die Mitarbeiter... die Arbeiter, die an dieser Festung gearbeitet haben, eingemauert wurden. Hoi. Holy Guacamole. Na, die Jungs kämpfen ja schon wieder in einer anderen Liga als ihre lebendigen Freunde. Gut, dann haben wir hier The Walking Dead. Indiana Jones and The Walking Dead. Oder eher die The Fighting Dead. Ein und dieselbe Seele, die diese Früchtchen hier immer wieder belebt. Ah. Naja, jetzt fällt mir auch auf, dass sie hier ja eingemauert sind. Zusammen mit dem hier, dem Tigerstärke-Trink. Ja, ich bin gut im Übersetzen, ich weiß. Hey, die Tür schließt sich vor meiner Nase, was soll das? Spider-Man ist auch mit am Start. Bleib doch mal stehen! Ich glaube, was ihr braucht, ist Pfeile im Hintern. Also dieses Schwert bringt nicht viel, wenn man nicht richtig rankommt. Yeah.
Ah. Also irgendwie komme ich hier mit den Fäusten noch besser zurecht als mit dem Schwert. Noch mehr von der Sorte. Es nimmt ja auch kein Ende hier. Findet sich hier nicht irgendein Artefakt? Hier muss sich doch bestimmt ein Artefakt befinden. Irgendwo eingemauert mit den armen Seelen hier, die sich jetzt mit mir anlegen. Ja. Okay. Heilquelle? Ja. Oh shit. Und ich glaube, ich nehme mal einen Schluck hier. Uff. Ja, kann sich die Türen nicht gleich, können die Türen nicht gleich offen bleiben, das wollte ich sagen. Zombie-Patrouille. Das gefällt mir schon besser. Ha! Hallo! Oh. Sei doch mal nicht so agil, Mensch. Du bist mehrere tausend Jahre alt. Es ist ein Wunder, dass du überhaupt noch Haut an den Knochen trägst. Geschweige denn... Haha, wie geil ist das denn? Komm. Wow. Das war eigentlich nicht beabsichtigt. Ich wollte mich da oben eigentlich noch umgucken. Mist. Auf. Warum geht das nicht auf? Aha. War doch so, dass es irgendwie gehen müsste. Behold the Dragon's Claw, Ha-Ching, the Demon Destroyer. I can't believe I'm saying this, but that sounds like exactly what I need right now. Ja, ein Demon Destroyer. Und jetzt? Aha. Light all the magical braziers before you can solve this puzzle. Ja, und wie mache ich das? Wo sind die Fackelständer? Die Öfen? Aha. Schon mal mit einer magischen Fackel gehauen worden? Dann musste ich mich da oben auch gar nicht mehr umsehen. Sehr schön. Aber mein Gefühl hat mich nicht betrogen. Irgendwelche geheimnisvollen Artefakte wurden mit den Kreaturen hier eingemauert.
Ah ja. Das sind also diese magischen Öfen, die ich anzünden muss. Na, kurz davor, da runter zu springen. Moment. Dann leuchte mir. Oh, okay. Neben dem Weg in eine andere Richtung. Ah, ja, 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 ja. Der Schlag ging, war so hart, dass selbst unten ein Stockwerk tiefer die Erde gewackelt hat. Also diese Fackel ist effektiver als meine Fäuste, muss ich zugeben. Ach, ich bin hier oben wieder. Gut. Sehr schön, aber wo geht's jetzt lang? Muss ich wieder da runterfallen? Den Gong nochmal läuten? Ich hab den Proppel nicht mehr. Okay. Das scheint also nicht der richtige Weg zu sein. Gut, dann gehe ich eben wieder in die Haupthalle, würde ich sagen. Au, au, au. Mann, ihr seid ein bisschen creepy, wisst ihr das? Fall! Erstmal was trinken. So viel Zeit muss sein. Wo steckt er sich eigentlich diese brennende Fackel hin? Na komm runter! Man, ihr könnt nur gruseliger sein, wenn ihr Babys wärt. Okay. Dann gehe ich jetzt halt weiter. Und spielt da oben doch ohne mich.